Liebe Leute, herzlich willkommen zum vielleicht großen Finale hier bei SpongeBob. Bin vom Kini Bottom und wir sind immer noch am Start oder wieder am Start. Ja, letzte Folge haben wir den Mountain abgeschlossen. Ich musste leider offscreen, beziehungsweise ich habe aus Versehen offscreen, weil ich vergessen habe, Aufnahme zu rücken, die letzten fehlenden Dinger gefunden. Also eigentlich vor der letzten Folge noch. Der eine war, wie gesagt, am Haken. Und der andere war... Genau, ich habe den, der hier oben ist, noch geholt. Da ist ja noch einer gewesen. Auf dem... Also, mehr oder weniger, doch, da oben irgendwo. Ja, wie auch immer, haben wir den geholt. Und wir haben noch irgendwo einen geholt. Ich glaube, da oben war der. Wie auch immer, wir haben ihn auf jeden Fall geholt. Und machen heute das letzte Level, was doch hier so offen ist. Alles andere haben wir. Und wir machen uns heute auf ins Industriegebiet. Dieser Tag scheint einfach nicht besser werden zu wollen. What? SpongeBob, schnell! Thaddäus steckt tiefer in der Klemme als eine Perle in der Musche. Wir müssen ihm helfen. Du hast recht, Sandy. Aber wenn dieser Roboter wirklich wie Patrick ist, ist er uns zum Nachtisch. Was sollen wir nur machen? Wir müssen uns was ausdenken, und zwar pronto. Vielleicht ist der Knopf auf dem Rücken ja zur Selbstzerstörung. Ich versuche, ihn zu treffen. Gute Idee, SpongeBob. Aber jetzt hör auf zu labern und leg endlich los. Oha! Anscheinend hat SpongeBob eine heftige Fahrt vor sich. Great Barrier Reef! Sieh einer an, der Roboter hat sich selbst schwindelig gemacht. Oh, warte mal. Das könnte vielleicht die Chance sein. Jawohl! Wir müssen also warten, bis er da tatsächlich sich gedreht hat. Also ein bisschen auf Zeit spielen. Beule am Kopf! Oh, Alter! Oh, und der Roboter ist am Boden! Der Roboter sollte besser schleunigst seine Taktik. So, wir brauchen jetzt noch insgesamt 7 Treffer. Also quasi immer nur auf Zeit spielen. Reef. Oh, und der Roboter ist am Boden. War es das schon? Nein, nein, natürlich war es das noch nicht. Oh, jetzt sind wir mit Sandy dran. Wird Sandy unternehmen, um SpongeBob aufzutauen? Also, Fakt ist, wir haben immer noch 7 Treffer. Fallung, mein Freund. Oh, und der Roboter ist am Boden. Gut, weiter. Da war das wieder eine neue Box. Dieser heiße Schlag könnte alles schmelzen. Great Barrier Reef! Sieh dir diese Hängedauer an! Oh, und der Roboter ist am Boden! Das ist das Ticket! Jawohl! Aber wir haben ihn einmal mehr. Warte mal, wir müssen befürchten, dass wir nochmal neu starten müssen, oder was? Nee, müssen wir nicht. Wir haben einen Checkpoint. Wir haben also einen Checkpoint. Ich versuche wieder heute das Ding durchzuziehen, ja. SpongeBob for Big Battle for Bikini Bottom. Das soll heute quasi der Zähne gemacht werden. Aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. Was wird Sandy unternehmen, um SpongeBob aufzutauen? Great Barrier Reef! Sieh dir diese Hängedauer an! So, ein bisschen auf Zeit achten jetzt. Sieh einfach an, der Roboter hat sich selbst schwindelig gemacht. Und der Roboter ist am Boden. Dieser heiße Schlamm könnte alles schmelzen. Sieh dir diese Hängedauer an. Hoppla hopp, Beule am Kopf.
Oh, und der Roboter ist am Boden. Okay. Sieh dir diese Hängedauer an. Hoppla hopp, Beule am Kopf. Oh, das tut bestimmt weh. Great Barrier Reef. Sieh dir diese Hängedauer an. Kann ich mich da reinhängen? Oh, und der Roboter ist am Boden. Sieh dir diese Hängedauer an. Jetzt habe ich ihn. Eine Tracht Prügel. Noch vier Treffer. Muss von diesem Zeug und SpongeBob ist zurück im Ring. Aufzupassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Great Barrier Reef. Sieh dir diese Hängedauer an. Ich muss jetzt gerade einen Moment warten. Oh, und der Roboter ist am Boden. Hab ihn. Also, das heißt, hab ihn. Ich hab noch. Oh, Alter, der zieht aber richtig dran. Tadeo ist wieder dabei. Und auch Spongy ist wieder noch mit am Start. Höchste Zeit, dass der Roboter endlich mal einen auf die Mütze bekommt. Das war es. SpongeBob ist wieder im Kampf. Aua. Great Barrier Reef. Begegnungen der schmerzvollen Augen. Oh, das war ein Kinderspiel. Hoppla, hopp, es geht doch nicht über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Begegnungen der schmerzvollen Art. Great Barrier Reef. Boah, das war's. Der muss also nochmal... Das war es. SpongeBob ist wieder im Kampf. Okay, das hat er ganz clever gemacht. Mich da so ein bisschen outgeplayed. Das war es. SpongeBob ist wieder im Kampf. Oh, SpongeBob wurde vereist. Yeah. Hoppla hopp, Beule am Kopf. Das tut bestimmt weh. Oh, das war ein Kinderspiel. Okay, das bringt dir also nichts. Hoppla hopp, Beule am Kopf. Hoppla hopp, Beule am Kopf. Neuer Schwamm. Wie kriege ich den jetzt klein, Holz? Wie eine Frühlingsbeule am Kopf. Oh, das war ein Kinderspiel. Hoppla hopp, Beule am Kopf. Direkt. Ich sehe hier einen wunderbaren Moment für Bowling. Ja. Und der Roboter ist am Boden. SpongeBob sollte sich von dem kalten... Also das muss halt weiter so sein. Wir müssen ihn zum Drehen bringen. Frage jetzt, wie habe ich jetzt wieder nur drei, habe ich doch vier jetzt aber noch? Das nee. War's. Ist doch drei, okay. Wir sind also quasi immer noch bei drei, so wie wir es vorher hatten. Great Barrier Reef. Ich sehe hier einen wunderbaren Moment für Bowling. Jawohl! Wir haben ihn. Also quasi mehr oder weniger noch einen haben wir jetzt noch. Fehlt noch. Great Barrier Reef. Ich glaube, ein Spongy kriegen wir noch bestimmt und Tadeus kriegen wir noch. Und Mr. Krabs haben wir bestimmt noch. Hoppla hopp, Beule am Kopf. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Out! Hoppla hopp, Beule am Kopf. Das ist natürlich total toll. Aha,
Ich sehe hier einen wunderbaren Moment für Bowling. Und der Roboter ist am Vorletzter. Einer fehlt noch, dem guten Paddy. Hallo, ich bin Patrick. Jetzt muss man wieder auf Zeit spielen. Hoppla hopp, Beule am Kopf. Begegnungen der schmerzvollen Art. Ich habe Great Barrier Reef. Ich probiere jetzt wieder auf Zeit zu setzen. Ich sehe hier einen wunderbaren Moment für Bowling. Und er geht und er hat ihn. Wir haben ihn. Toxischer Terror erledigt. Nummer 41. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber ich schulde dir was, SpongeBob. Bedank dich bei Sandy. Ohne sie wären wir immer noch alt am Stiel. Ach, hört schon auf. Ihr macht mich ja noch ganz verlegen. Ich werd rot. Ich glaube, ich habe noch Eis in der Hose. Wie auch immer, wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben es geschafft. Tut mir leid, Plankton. Das Labor des Abfalleimers ist verriegelt. Ich weiß nicht, ob ich jemals genug goldene Pfannwender zusammenbekomme, um reinzukommen. Ja, das ist das Sicherheitssystem. Die Frage, wie viel brauchen wir? Habe ich selbst entworfen, bin ganz stolz darauf. Sollte eigentlich die verhassten Massen an ungewaschenen Leuten draußen halten. Ich hätte allerdings nie gedacht, dass ich mal auf dieser Seite des Systems stehen könnte. Und was hast du jetzt vor, Plankton? Wir, was natürlich du bedeutet, werden diese goldenen Pfannenwender besorgen. Sonst komme ich nie wieder in den Abfalleimer und gewinne die Kontrolle über meine Roboter zurück. Wie bitte? Oh, ich sagte, sonst komme ich nie wieder in den Abfalleimer und gewinne die Trolle über meinem Otter zu... Irgendwas ist hier faul. So, jedenfalls haben wir das soweit. Aber wie viel brauchst du? Ich wette, die nächste Sache, die du mir beibringst, wird die beste überhaupt. Was das ist, sehen wir in der nächsten Folge.